Hallo Leute, ich zeige euch heute ein paar Tipps und Tricks zum Smartphone. Ich habe so ein paar Dinge gefunden und ich fand es so cool, da dachte ich mir, mache ich ein Video dazu. Vielleicht kennt ihr das eine oder andere ja auch noch nicht und probiert es dann aus. Also viel Spaß und bleibt jetzt dran. Um euer Smartphone schnell aufzuladen, schaltet ihr es einfach auf den Flugmodus. Dadurch sind die Apps ausgeschaltet und es gibt keine Hintergrundaktualisierungen wie bei den E-Mails und so weiter. Und es kann sich einfach nur noch aufs Aufladen konzentrieren. Jetzt ein Fototipp, und zwar bei so Actionaufnahmen, also wenn sich etwas sehr schnell bewegt, keine Ahnung, Sportaufnahmen oder sowas, oder für einfach fürs perfekte Selfie, könnt ihr einfach dauerhaft den Auslöserknopf drücken und dann kriegt ihr so eine Fotoreihenfolge. Pose, 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 pose. Der Akku hält ja leider nicht ewig, im Gegenteil, bei mir ist er sogar sehr schnell alle. Es gibt zwar diese tragbaren Charger, aber irgendwann reicht das auch nicht mehr aus und dann stehen wir da und haben keine Nummer im Kopf. Kennt ihr das? Wir wollen irgendwie jemanden anrufen, wir wissen gar nicht mehr, weil unser ganzes Leben einfach im Smartphone ist. Deswegen gibt es einen kleinen Tipp. Ihr habt natürlich sicherlich eure Handyschale, eure Handyhülle. Ihr gebt so ein bisschen Bargeld mit rein, einfach so ein Scheinchen. Und die wichtigsten Telefonnummern. So einfach so ein kleines Zettelchen, das ist sehr schlank, passt super rein. Und dann gebt ihr es einfach dahinter und ihr habt es immer dabei. Für den Notfall, falls wie gesagt der Akku alle ist, könnt ihr einfach die Handyschale abnehmen und dann wisst ihr die Nummern und habt ein bisschen Geld. Ihr kennt das bestimmt, das Ladekabel leiert hier vorne aus und dann sieht man schon richtig die Drähte und der Gummi, die Gummibeschichtung geht einfach ab. Da gibt es einen einfachen Trick und zwar, ihr nehmt den Kugelschreiber und baut ihn ein bisschen auseinander, einen, den ihr nicht mehr braucht oder so. Und dann nehmt ihr die Feder und schlingt sie um dieses Stück. Also das dauert so ein bisschen, das ist so eine Futzelarbeit, aber wenn ihr das einmal habt. So, wenn die Futzelarbeit dann einmal erledigt ist, dann habt ihr so einen richtig schönen flexiblen Stabilisator für euer Kabel und da sollte nichts mehr abreißen. Perfekt euer Smartphone aufladen, ohne dass es hier einreißen wird. Der nächste Selfie-Tipp ist, euer Headset als Selbstauslöser zu verwenden. Dazu müsst ihr einfach auf Volume Plus drücken und könnt damit selbst auslösen. Das heißt, ihr könnt euer Smartphone viel weiter von euch positionieren oder wenn ihr ein Gruppenbild machen möchtet, aber keiner will den Fotografen spielen, dann könnt ihr so einfach euer perfektes Foto machen. Wenn ihr sehr gerne auf eurem Smartphone fotografiert oder auch filmt, dann gibt es hier ganz cooles Zubehör, zum Beispiel diese Linsen. Das ist einfach in so einer Klammer, könnt ihr die Linse aufschrauben. Ich habe hier einmal eine Fisheye-Linse und eine Weitwinkel-Linse. Das ist ganz gut, gerade die Weitwinkel, weil mein Smartphone doch sehr, sehr nah eingestellt ist. Und das klemmt ihr einfach nur genau auf eure Kamera und dann habt ihr sofort diesen Effekt. Das ist voll cool. Yeah, man. Yeah, man. Jelani Kumar, the Leo King. Yeah, man. Yeah, man. Einfach Tesafilm, so einen kleinen Streifen abtrennen und dann genau aufs Licht kleben. Auf den Blitz. Und jetzt einfach mit einem blauen Stift anmalen, genau über den Blitz. Dann kommt die nächste Schicht von dem Tesafilm. Nochmal blau. Schicht Nummer 3. Nochmal blau. Vierte Schicht. Jetzt könnt ihr lila nehmen am besten, aber ich habe kein Lila, deswegen nehme ich einfach rot und mische es dann mit blau. Wie wir wissen, ergibt das lila. Und Tesa drüber. Dazu einfach hier die Taschenlampe einschalten. Und man sieht, dass das Licht schon blau ist. Wenn ihr unterwegs zum Beispiel beim Essen im Café oder Restaurant oder so eure Videos trotzdem gucken wollt auf YouTube, ist ein bisschen blöd, so zu halten natürlich, um dabei zu essen, könnt ihr einfach eure Sonnenbrille nehmen. Am besten sind diese Sonnenbrillen mit Metallbügel, aber ihr könnt natürlich auch die Plastikbrillen nehmen, aber die funktionieren am allerbesten. So. Um keine Videos mehr zu verpassen, abonniert sofort meinen Kanal, dann seid ihr auch immer up to date. Und wenn ihr noch sparen wollt, Geld sparen wollt, wenn es eines eurer Vorsätze sogar ist, dann klickt in dieses Video hier, da habe ich 10 Tipps für euch. Also jetzt reinklicken und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Okay, bis dann. Tschüss.